Willkommen bei GhostTV, liebe Leute. Wir haben heute mal ein immer wiederkehrendes Thema, das ich mit euch besprechen möchte, nämlich die Aufbewahrung von Munition. Viele schreiben mich an und wollen noch mal genaueres wissen zu dem Thema. Es sind auch wieder viele neue Abonnenten dazugekommen, deswegen greifen wir das Thema wieder mal auf. Und wir wollen heute mal klären, zum einen, welche Munition muss wie aufbewahrt werden? Wo liegen die Unterschiede nochmal zwischen der Altbestandregelung, sprich AB-Schränke und die Nuller- bzw. Einer-Tresore? Darf ich Munition auch mit privaten Sachen lagern? Müssen Tresore tatsächlich verankert werden, ja oder nein? Und was auch nicht ganz uninteressant ist, mal ein kleiner Ausblick, was bis jetzt noch erlaubnisfreie Munition angeht und Waffen, sprich Schreckschusswaffen und Munition. Auch da werden wir einmal ganz kurz drauf eingehen, wie das in Zukunft aussehen könnte, wenn diese Geschichten erlaubnispflichtig werden durch unter Umständen den kleinen Waffenschein. Wenn ihr das Video hinterher hilfreich fandet, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr eventuell die 3000 Abonnenten knacken können. Wir sind auf einem guten Weg. Also, wenn ihr mir helfen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Wir fangen mal an. Welche Munition muss also wie aufbewahrt werden, um das ganze Thema auch wirklich von Grund auf nochmal mit Hintergrundinformationen zu füllen? Fangen wir mal bei dem Paragraphen 36 nochmal an und schauen uns den genauer an. Dazu blende ich euch den auch gerne nochmal ein. Also, was sagt der Paragraph 36 aus? Hier haben wir schon einen kleinen Rechtschreibfehler, den werden wir natürlich auch noch korrigieren müssen, nämlich Schusswaffen und Munition sind grundsätzlich getrennt voneinander aufzubewahren. Das ist allerdings auch nicht ganz richtig. Da kommen wir zu den Unterschieden zwischen den alten AB-Schränken, den kombinierten, und den neuen Nuller- und Einer-Schränken. Ja. Also fangen wir da mal direkt mit an. Wenn ich einen alten AB-Schrank noch habe und da noch Bestandsschutz drauf habe, dann ist diese Aussage richtig, dass ich die Munition getrennt voneinander aufbewahren muss. Nämlich bei den Kurzwaffen dürfte ich Langwaffenmunition lagern und bei den Langwaffen die Kurzwaffenmunition. Habe ich jetzt allerdings einen Nuller- oder Einer-Schrank, dann kann ich da die Munition auch gemeinsam lagern. Das werden wir später noch sehen. Weiter sagt der Paragraph 36 aus, Schusswaffen dürfen nicht schussbereit transportiert oder aufbewahrt werden. Und wir sprechen ja heute erstmal über die Aufbewahrung von Munition. Das heißt also, hier kommen wir mal zu dem Thema geladene Magazine in den Waffen, also eine Waffe mit geladenem Magazin lagern. Da gibt es auch immer wieder Diskussionen drüber und es soll jeder behandeln, wie er es möchte. Wir halten uns hier aber mal an den Gesetzestext und dazu blende ich euch jetzt mal ganz kurz den entsprechenden Passus aus der Anlage 1 des Waffengesetzes ein. Denn da wird klipp und klar gesagt, unter Punkt 12 ist eine Waffe schussbereit, wenn sie geladen ist. Das heißt, dass Munition oder Geschosse in der Trommel im in die Waffe eingeführten Magazin oder Patron oder Geschosslager sind. Auch wenn diese nicht gespannt ist. Das heißt also, ganz einfach, eine Waffe ist schussbereit und geladen, auch dann, wenn nur das fertig geladene Magazin sich in der Waffe befindet, aber die Waffe eben nicht gespannt ist. Ja, das ist bei uns in Deutschland verboten. Dann schauen wir mal weiter wieder in den Paragraph 36 rein. Wir haben im Paragraph 36 auch noch Einzelheiten zu den Behältnissen zur Aufbewahrung von Waffen und Munition. Das werden wir uns gleich anschauen. Und es gibt noch die Möglichkeit bei Abwesenheit, zum Beispiel bei Urlaub, Waffen und Munition vorübergehend einem Dritten zur sicheren Verwahrung zu überlassen. Allerdings muss er auch berechtigt sein im Sinne des Waffengesetzes. Das heißt, er muss eine Waffenbesitzkarte besitzen, wobei die Güte und die Wertigkeit der WBK
uninteressant ist. Das heißt, egal ob es eine gelbe, eine grüne oder eine rote ist, er darf die Waffen dann von einem anderen Berechtigten übernehmen und sicher verwahren. Ja, das war so der erste Teil der Geschichte und ich hoffe, dass das relativ eindeutig war. Wir müssen so ein bisschen in die Materie mal reingehen, damit viele Sachen auch etwas klarer werden. Und wir wollen uns jetzt gleich mal den nächsten Punkt anschauen. Und dazu kommen wir dann mal wieder zu dem Paragraph 36 und schauen mal, was der weiterhin aussagt. Und auch das blenden wir jetzt einmal kurz ein. Unter Punkt 3 wird da eben beschrieben, wer erlaubnispflichtige Schusswaffen, Munition oder verbotene Waffen besitzt oder die Erteilung einer Erlaubnis zum Besitz beantragt hat, hat den zuständigen Behörden zur sicheren Aufbewahrung getroffenen und vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen. Das heißt in aller Regel, dass wir für die Behörde bildlich dokumentieren müssen, wo wir den Schrank aufgestellt haben und wie der Schrank aussieht. Ja, das ist aber jetzt wieder ein anderes Thema, wie das Ganze dokumentiert wird. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Weiter wird gesagt, Besitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen haben außerdem der Behörde zur Überprüfung der Pflichten aus Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen die Waffen und die Munition aufbewahrt werden. Also auch hier sind wir verpflichtet, der Behörde Zutritt zu unseren Räumlichkeiten zu gewährleisten, um eben zu überprüfen, ob wir die erlaubnispflichtigen Schusswaffen zum einen und auch die Munition richtig lagern. Und was die verbotenen Waffen angeht, da besteht natürlich auch die Möglichkeit in einzelnen Fällen, diese verbotenen Waffen der Behörde zu melden und eine Ausnahmegenehmigung dafür zu bekommen. Was allerdings in keinster Weise der Regel entspricht, sondern wirklich eine extreme Ausnahme darstellen würde. Und zum Schluss wird dann eben noch erwähnt, dass Wohnräume auch gegen unseren Willen betreten werden dürfen, nämlich dann, wenn dringende Gefahren für die öffentliche Sicherheit vorhanden sind. Also ist unser Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes hiermit eingeschränkt. Weil auch das immer wieder ein Thema ist, so nach dem Motto, ich brauche keinen reinlassen. Doch müssen wir. Nämlich unter dieser Voraussetzung, dass sichergestellt werden kann, dass keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit vorliegen. Und der Begriff ist eben recht dehnbar. Ja, also ich denke auch das ist kein Hexenwerk. Und das soll nochmal verdeutlichen, wo also wirklich der Hase im Pfeffer liegen kann und dass man sich wirklich, ja, zumindest in dieser Hinsicht wirklich an das Gesetz halten sollte. Es kursieren immer wieder viele Kommentare von wegen, das brauche ich nicht, das mache ich nicht, das ist Blödsinn und wo steht das geschrieben. Deswegen wollte ich das mit euch noch einmal durchgehen. So, aber jetzt kommen wir mal zum Kern der Geschichte. Nämlich, welche Munition muss erstmal in welchem Behältnis aufbewahrt werden. Und dann werden wir auch darüber sprechen, ob es machbar ist, das mit irgendwelchen anderen privaten Gütern unsererseits zu kombinieren. Auch das schauen wir uns jetzt nochmal an. Die ganze Geschichte ist geregelt in der allgemeinen Waffengesetzverordnung, nämlich in § 13. Da wird klipp und klar gesagt, dass in einem verschlossenen Behältnis erlaubnisfreie Munition gelagert werden darf. Hier steht nichts davon, dass dieses Behältnis in irgendeiner Form materielle Anforderungen erfüllen muss oder verankert, verschraubt werden muss, was auch immer. Ja? Also, was gehört zu der erlaubnisfreien Munition? Erlaubnisfreie Munition ist aktuell eben noch zum Beispiel Diabolos und, was für uns eben recht gängig ist, Schreckschussmunition. Da reicht es also wirklich aus, wenn ich irgendein Behältnis habe, sei es eine verschlossene Schreibtischschublade, Nachttischkonsole, normalen Schrank, den ich abschließen kann, das würde hier völlig ausreichen. Es muss also kein Stahlblechbehältnis sein oder auch schon erst recht kein Tresor. Der Begriff verschlossen wird im Waffengesetz selber gar nicht groß definiert. Eigentlich gar nicht.
Deswegen lasst uns jetzt bitte keine Diskussion darüber anfangen, was bedeutet verschlossen? Ist das das gleiche wie abgeschlossen? Ich handhabe das immer so, um wirklich allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, dass ich bei einem verschlossenen Behältnis für meinen Teil immer von einem abgeschlossenen Behältnis ausgehe, nämlich irgendeine Art von Behältnis mit einem Schloss. Wie ihr das handhaben möchtet, das bleibt euch überlassen. Ich halte mich da an meine eigene Vorgabe. Dann schauen wir mal weiter. In einem Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss kommt erlaubnispflichtige Munition. Ja, das heißt also die Munition, die wir für unsere Waffen, die wir auf der WBK haben, benötigen. Und auch da wird nichts darüber ausgesagt, ob dieses Stahlblechbehältnis verschraubt werden muss, befestigt werden muss. Das ist völlig uninteressant. Es muss eben nur ein Schwenkriegelschloss besitzen und das ist so ziemlich die einfachste Schlossart, die es gibt. Ich habe zum Beispiel für mich einen abschließbaren Feuerlöschkasten gewählt, den ich dann einfach in meinen Schrank stelle, damit er nicht sofort zu sehen ist und auch nicht im Weg rumsteht. Und es kann eine Geldkassette sein, was auch immer. Jetzt schauen wir uns mal die Tresore an. Als erstes nehmen wir mal den Tresor, wie wir ihn von früher durch die Bestandsregeln noch kennen, einen A oder B oder einen kombinierten AB-Tresor. Diese Tresore dürfen für Schützen jetzt mittlerweile, die ein neues Bedürfnis stellen, nicht mehr genutzt werden. Es gibt aber für die alten Hasen dann noch eine Bestandsregelung. Und bei diesen Tresoren war es tatsächlich so, dass im Gesetz geregelt war, dass diese ein Abreißgewicht von 200 Kilogramm benötigten. Das heißt, wenn ich einen Tresor hatte, der 100 Kilogramm schwer ist, musste ich diesen tatsächlich noch verschrauben und verankern, nämlich mit einem zusätzlichen Abreißgewicht von 100 Kilogramm, sodass ich insgesamt auf 200 Kilogramm kam. Das gibt es heute nicht mehr. Ja? Also, hier haben wir es auch stehen, Tresore des Widerstandgrades 0 unter 200 Kilogramm Gewicht. Was darf ich darin lagern? Unbegrenzt Langwaffen und maximal 5 Kurzwaffen und die entsprechenden Munition für diese Waffen. Also da seht ihr zum einen, ich muss die Munition hier nicht getrennt von der Waffe lagern. Bei den AB-Schränken war es tatsächlich noch so. Und hier wird auch nichts darüber ausgesagt, dass diese Tresore verankert werden müssen, wenn wir über den Widerstandsgrad 0 hier erstmal sprechen. Dann kommen wir zu der nächsten Klasse, nämlich Tresore wie oben beschrieben, sprich Widerstandsgrad 0, allerdings über 200 Kilogramm. Auch die müssen nicht verschraubt und verankert werden. Und Langwaffen können dort unbegrenzt gelagert werden und maximal 10 Kurzwaffen und die entsprechende Munition für diese Waffen. Und dann haben wir noch den Tresor nach dem Widerstandsgrad 1. Da können unbegrenzt Langwaffen und unbegrenzt Kurzwaffen und Munition gelagert werden. Und auch hier wird nichts darüber ausgesagt, ob irgendetwas verschraubt werden muss. Also ganz wichtig. Ich denke, das soll klar genug gewesen sein. Die Geschichte mit den AB-Schränken ist heute eben nur noch aktuell für die Leute, die noch einen Bestandsschutz haben. Allerdings müssen wir auch wir uns daran gewöhnen, wenn die Kapazitäten unseres Tresors, unseres AB-Tresors mal ausgereizt sind, muss ich für die Waffen, die ich danach noch aufbewahren möchte und die da nicht mehr reinpassen, natürlich auch einen Tresor der Klasse 0 oder 1 haben. So ist es zumindest hier bei uns. Wenn ihr da andere Informationen habt, lasst sie mir gerne zukommen, weil auch da lässt sich das Waffengesetz nicht unbedingt drüber aus. Aber das ist hier eine Geschichte, die ist hier bei uns in der Ecke gang und gäbe, dass ich da, also dann, wenn ich einen neuen Tresor kaufe, dass der dann auch den aktuellen Widerstandsklassen entsprechen muss. Dann nochmal zu der Frage, was darf ich denn mit der Munition generell jetzt noch lagern an privaten Sachen? Gehen wir mal davon aus, von diesem Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss, wenn ich mir diese Variante eben zunutze mache, um meine Munition zu lagern, so wie ich es gemacht habe, weil mein AB-Tresor recht schmal war. Das war früher einfach eben mal so. Und aus dem Grund habe ich eben diesen Weg gewählt mit dem Stahlblechbehältnis. Das kann natürlich so groß sein, wie ihr wollt, spielt keine Rolle. Muss eben auch wieder nicht verankert werden, das möchte ich nochmal sagen.
Es reicht also völlig aus, wenn ihr das Ding irgendwo in die Ecke stellt. Aus dekorativen Gründen habe ich es eben dann nochmal in einen Schrank gepackt, aber einfach nur unten in die Ecke reingestellt. Aber gut, die Frage ist jetzt, was darf ich jetzt dabei überhaupt nochmal lagern? Auch da lässt sich das Waffengesetz nicht aus. Ihr könnt natürlich hingehen, auch in eurem Tresor. Wenn der groß genug ist, dann könnt ihr da noch private Sachen wie zum Beispiel Familienstammbuch, Schmuck, was auch immer mit der Munition lagern, auch mit den Waffen lagern. Ob das einen Sinn ergibt, sei mal dahingestellt. Ja. Weil bei einer Waffenkontrolle sollte ich eh erstmal einen Frühjahrsputz halten, wenn es noch zeitlich möglich ist und vorher mal reingucken, was sich so im Laufe der Jahre im Tresor alles angesammelt hat und ob da eventuell was drin ist, was da nichts zu suchen hat. Ich wäre auch so ein bisschen vorsichtig, mit größeren Bargeldmengen die noch mit in den Tresor zu packen, weil da kann auch schnell mal der Verdacht der Geldwäsche auftauchen. Von daher halte ich es jetzt nicht für problematisch, wenn ich jetzt noch mal, was weiß ich, von mir aus meinen Ehering nochmal da reinpack oder irgendwelche Urlaubsunterlagen oder Familienstammbücher, wie gesagt, oder auch Fotos mit emotionalen Werten, was weiß ich, Familienfotos, solche Geschichten. Aber es sollte natürlich zum einen auf gar keinen Fall irgendwas Explosives sein, auch nichts Chemisches sollte es sein, aber ja, es ist einfach Geschmackssache, ob ich da jetzt noch Sachen wie kleine Goldbarren, Schmuck, Bargeld oder andere Sachen reinpack. Ich denke, es ist sehr unproblematisch, wenn ich jetzt zum Beispiel über Ausweispapiere spreche, meinetwegen Besitzurkunden von irgendwelchen Liegenschaften oder andere wichtige Dokumente. Da denke ich mal, das sollte nicht das Problem sein. Aber ich würde jetzt wirklich überlegen, was ich da reinpacke, und vor allem, ob ich mir für diese Geschichten nicht vielleicht nochmal einen zweiten kleinen Tresor, so einen normalen Möbeltresor zulege, um die Sachen da zu lagern. Ja. Wie gesagt, das Waffengesetz gibt da jetzt keine großen Hinweise mehr drüber. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass das ausführlich genug war. Wenn noch Fragen zu dem Thema sind, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail. Und wie eingangs schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann und wir weiter interessante Sachen auch für euch hier produzieren können. Das soll es gewesen sein, liebe Leute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.